Hula Hoop ist wie Sport, nur geiler. Ich bin Patricia und wir machen heute gemeinsam Hula Hoop. Keine Ausreden, schnapp dir deinen Reifen, zieh dir was Bequemes an oder mache nackt Hula Hoop. Du entscheidest selbst, ob du mit Schuhen hupst, barfuß hupst oder ob du dir ein paar Socken anziehst. Falls du Part 1 dieses Videos noch nicht gesehen hast, verlinke ich dir das in den Kommentaren. Einfach draufklicken, Part 1 anschauen und mit Hula Hoop beginnen. Das Wichtigste, um irgendwann deinen Hula-Hoop-Reifen zu beherrschen, ist zu üben. Lass uns zuerst einmal die Körpermitte warm machen, bevor wir dann den Reifen kreisen lassen. Also los, komm schon. Stell dich in deinen Reifen und kreise deine Körpermitte. Ja? Genau. Die brauchen wir nämlich gleich, um den Reifen schwingen zu können. Sehr gut. Auch gerne einmal in die andere Richtung. Perfekt. Sehr gut. Und nochmal zurück. Perfekt. Und nochmal in die andere Richtung. Sehr gut. Dann darfst du gerne deine Beine ein bisschen schütteln. Wenn du magst, kannst du auch gerne erst noch einen guten Song anmachen und ein bisschen dazu abtanzen, um dich halt einfach ein bisschen warm zu machen. Denn mit warmem Körper hupt es sich besser. Also. Wenn du dann bereit bist, nimmst du deinen Reifen, legst ihn an und wirfst ihn ab. Genau. Du darfst selbst entscheiden, ob du dich hüftbreit hinstellst oder ob du dich in Schrittposition stellst. Probier dich einfach mal aus. Es gibt kein richtig oder falsch. Wichtig ist dabei, dass du deinen Kopf ausmachst und deinen Körper machen lässt. Einfach deinen Reifen abwerfen. Und um dich kreisen lassen. Perfekt. Wenn du magst, schließe auch gerne mal deine Augen und fühle, wo der Reifen an deinem Körper ankommt. Wechsle die Richtung. Dafür darfst du auch gerne die Augen wieder aufmachen, wenn du noch nicht sicher darin bist, den Reifen. Okay, nee. Dann nimm deinen Reifen und wirf ihn einfach mal in eine Richtung ab. Perfekt. Versuche dich dabei mitzubewegen. Versuche deinen Reifen zu fühlen. Denn ich stecke nicht in deinem Körper. Ich kann dir nicht sagen, wie du dich bewegen musst. Okay? Das kannst nur du ganz alleine. Sehr gut. Reifen kreisen lassen. Und nochmal die Richtung wechseln. Großartig. Einfach mal machen, okay? Sehr gut. Und dann findest du ganz allein für dich heraus, welche Position für dich am angenehmsten ist. Denn das ist nicht bei jedem gleich. Okay? Sehr gut. Dann einfach noch ein bisschen den Reifen kreisen lassen. Du schaffst das, ich weiß das. Großartig. Ich freue mich für dich. Ich freue mich wirklich für dich, dass du dir natürlich mein Video anschaust und dass du es versuchst, dass du deinen Reifen nutzt, dass du einfach versuchst, es zu erlernen. Denn durch Übung wird es irgendwann funktionieren. Sehr gut. Sehr gut. Gerne darfst du auch mal versuchen, die Richtung zu wechseln. Wenn das noch nicht so gut funktioniert, ist das gar nicht schlimm, okay? Es ist gar nicht schlimm. Es muss nichts funktionieren auf Anhieb. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Großartig. Du kannst wirklich unglaublich stolz auf dich sein. Sehr gut. Super. Und noch zweimal, okay? Schaffst du. Nochmal die Richtung wechseln. Sehr gut. Großartig. Kannst auch gerne mal versuchen, ein bisschen mehr Power in deinen Reifen zu geben. Dann kreist du ein bisschen schneller. Sehr gut. Nochmal. Richtungswechsel. Großartig. Na komm, einmal noch, okay? Einmal noch. Sehr gut. Und dann soll es auch schon genug sein für heute. Großartig. Dieser Applaus gilt dir. Sehr gut gemacht. Richtig, richtig gut gemacht. Du kannst unglaublich stolz auf dich sein, dass du den Reifen genommen hast und dir 2 Minuten, okay, heute waren es ein bisschen mehr als 2 Minuten, Zeit genommen hast, um zu üben. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du diesem Video hier einen Daumen nach oben geben würdest. Und mich würde interessieren, wie es dir ergeht. Also, wie weit bist du mit Hula Hoop? Haben dir meine beiden Videos weiterhelfen können? Schreib das gerne in die Kommentare, okay?
Wenn du auch noch Fragen hast, wenn ich dir irgendwas zeigen soll, schreib das bitte auch in die Kommentare. Ich mache Videos dazu, okay? Immer so kurze Videos, denn ich weiß selber, man hat nicht immer viel Zeit und man will auch gar nicht immer viel Zeit investieren, aber die kleinen Schritte machen es. Jeden Tag einen kleinen Schritt und dann sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder, wenn es wieder heißt, Hula Hoop ist wie Sport, nur geiler. Und ich bin Patricia. Wir üben gemeinsam Hula Hoop. Noch ein kleiner Nachtrag. Ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn du mir ein Abo da lassen würdest. Das sagt man so als YouTuberin. Ich meine nicht, dass ich eine wäre, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn du mir ein Abo da lassen würdest. Dankeschön. Und jetzt bis nächste Woche.